in Göttingen nach zweimaliger Verlängerung verloren. Der erste Ballbesitz für die Greilsheimer in den schwarzen Trikots. Au, oh, wow. Ganz lange her. Mo mit dem guten Pass auf Smith. Und ich habe ihn mal gecoacht. Ist nicht ganz so lange her. Aber ich glaube, das war bestimmt auch eine Ansprache vom Coach. Wir brauchen von dir als Leader in diesem Team mehr Präsenz in der Offensive. Guter Block von Galen Smith. Kirkwood. Gutes Händchen. Svenja, hat diese Bonner Mannschaft im Vergleich zu der aus dem Vorjahr mehr Shooting? Oh, schwierige Frage. Sie haben auch wieder viele Qualitäten. Und so spielen sie ihn jetzt auch. Forbes jetzt mit dem Ballgewinn gegen Westermann. Den, wird er, oh, den musst du doch stopfen, Kamerad. Mit 1,96. Da haben wir es nochmal, Forbes. Von dem ich eigentlich gedacht hätte, er wird der Go-To-Guy. Sie haben extrem viele Waffen. Westermann. Gut verteidigt von Forbes, aber Westermann absorbiert den Kontakt. Das ist sein in seinem Telekom-Dom. Watson, geschmeidig. Und dann Ulano. Aufs Spielfeld zu setzen. So, mit Stucky natürlich auch mehr Defense als mit Bajet. Wieder switchen sie. Ganz tiefer Dreier von Frey. Senkfelder mit dem Offensiv-Rebound. Ulano. Bonn kommt mit mehr Energie rein in dieses zweite Viertel. Und Westermann, glaube ich, das zweite Mal, dass er hier im Aus steht. Also unmittelbar vor uns, das zweite Mal. Ich glaube, der trägt normal. Mehr aufpassen auf den Ball. Ja, und Rebounding aktuell 14 zu 7 für die Greilsheimer mit Smith am Brett. Sie scoren wieder. Und es ist ja so, dass... anders, aber ich glaube, dass gerade Senkfelder, man sieht es, er ist sehr physisch und athletisch. Ich glaube, es reicht aus. Und ja, wenn sie sich so zusammenfinden, dann ist alles egal. Und es war genau das, was wir gesagt haben. Pape vom Fünfer verteidigt, ja, spielt oben. Halbpost mit Gesicht zum Korb. Und Senkfelder vom Vierer verteidigt. Tot an der Baseline. Darum bist du der Coach. Ja. So, Murray Boyles und Cook kommen zurück. Das heißt, Greilsheim hat jetzt die komplette Starting Lineup wieder zurück und es ist nicht viel passiert. Aber jetzt auch defensiv aggressiver. Diesel, Kirkwood. Ja. Noah Kirkwood mit dem Dreier. Erster Ballgewinn auch von Kirkwood. Und dann geht es schnell. Und sie lieben ja auch diese Dreier in Transition. Aber. Und da ist die Führung für die Bonner. Das ist genau das Play aus der Taktikanalyse aus unserem Vorlauf. Smith, gut weitergeleitet auf. Guck, das haben sie schön gespielt. So kannst du mal aus der Auszeit rauskommen. Ich vermute auch, dass das genau das Play war, was Nikola Markovic aufgemalt hat. Ja, und das ist zu einfach. Der Call ist, um ehrlich zu sein. Phil Pape mit den leichten Zählen inside. Also wir werden mal die Halbzeit nutzen, um das in Erfahrung zu bringen, das Ganze aufzulösen. Nächster Ballverlust von Childress. Zu Beginn hat... Nächster Ballverlust, Greilsheim. Das ist jetzt alles zu fahrig, zu wenig konsequent. Flag. Also jetzt muss ich das zweite Mal einen Bonner Spieler rügen. Auch den muss er einschlagen.
Du möchtest mehr Dunkings sehen? Natürlich. Wie unsere Zuschauer. Und für uns beide auch. Ja, ich dachte, ich bin endlich beim Männerbasketball. Und das ist das Spiel von Brandon Childress. Ein Scorer, der... Hey, gegen Stucky. Stark gemacht von Norweger. Zweiten Viertel, dann kann das hier in der zweiten Halbzeit eine Einbahnstraße werden. Ja, sie müssen definitiv sofort wieder... Ja, sie müssen jetzt viel mehr Setplay spielen. Sie haben nicht mehr die einfachen Transition-Punkte. Und da haben... Ja, stark gemacht. Da haben sie Probleme, den offenen Wurf zu finden. So eine Option, du hast es eben angesprochen. Er hatte 7 frühe Punkte in der Anfangsphase und dann ist er lange untergetreten. Das Zeichen gegeben. Ich versuch's. Ja. Udano. Forbes. Flag. Gut gelöst. Wie sagt man so schön im Feierabendverkehr? Nächster Ballverlust. Nummer 18. Senkfelder. Aber für ihn natürlich kein guter Tag. Mit insgesamt 0 von 5 aus dem Feld. Westermann jetzt mit seinem dritten erfolgreichen Dreier bei 14 Zählern. Topscorer jetzt bei Kreisheim. Holzen Junior mit jetzt noch 3 Sekunden auf der Shotclock. Das ist sein erster, aber der Fuß war auf der Linie. Fällt Kreisheim einfach schwer, gute Würfe zu kreieren. Also Westermann heute von außen stark. 4 von 6 von der 3-Punkte-Linie jetzt. 17 Punkte. Und er ist dann auch trotz dieser 6 Ballverluste einfach dann der beste Spieler bei den Merlins. Kirkwood. Trockene Antwort. Der hat er kann vieles. Also ich finde ihn... Ich finde ihn einen sehr interessanten Spieler. Absolut. Auch einen guten, kräftigen Körper für seine Position. Flag. Ja, jetzt läuft's. In dieser Auswahl kommt der Zuschauerzahl. Wird präsentiert von Camilla Brandon. Transition Dreier. Savion Flag. Hat gehört. Ja. Der ist mit mir verkabelt. Der hat mich im Ohr. Udano. Kann ich schon verstehen, dass er da ein bisschen sauer ist. Hey, Udano Sport schaffen wettbewerbsübergreifend den 5. Sieg in Sinn. Girlwood. Ja. Aus der Bewegung. Das war das Bonner Spiel in der letzten Saison und der Isalo. Nicht catch and go, sondern go and catch. So, Childress nochmal. Alles schön und gut, aber die brauchen sie früher. Glenn Watson Jr. dribbelt den Ball aus. Es war ein bisschen ein holpriger Start für die Gastgeber. Im zweiten Viertel haben sie dann vor allem defensiv was draufgepackt. Und dann haben sie auch